Danke, Heidi Kessler. Wir wechseln in der Zwischenzeit zu einer anderen Diskussion, die immer wieder geführt wird. Denn die von der Südtiroler Volkspartei geplante Ortsnamenregelung ist im Südtiroler Schützenbund bekanntlich seit langem ein Dorn im Auge und wird eben häufig diskutiert. Der Entwurf sei zu vage, sagen die Schützen, voller Schwachstellen und außerdem voller historischer Lügen. Im Rahmen einer breit angelegten Informationskampagne will der Schützenbund nun auf diese und andere Probleme aufmerksam machen. Schwarz-weiße Bäume mit den Aufschriften Südtirol und Alto Adige. Unmissverständlich die Rückseite der Flugblätter unter dem Titel Tatort Alto Adige. Die Südtiroler sollten laut Schützen hellhörig werden auf einen kriminellen Zustand. Das Kulturverbrechen, wir bezeichnen das als Kulturverbrechen, das dauert bis heute an. Das ist in der Faschistenzeit begangen worden, reicht aber in die Gegenwart herein und findet auf dem Gebiet des heutigen Südtirols statt. Aus diesem Grund haben wir den Ausdruck für diese Aktion Tatort Alto Adige gewählt. Lügen seien der Nährboden für immer größere Unwahrheiten, ein Unrecht, das den kommenden Generationen den Zugang zur Wahrheit verwehre. Daher eine weitere Informationskampagne. Ein Grund ist der, dass sich hartnäckig einige Halbwahrheiten halten, unter anderem auch deswegen, weil sie von Politikern auch auf höchster Ebene immer wieder verbreitet werden. Eine Halbwahrheit ist zum Beispiel die, dass im Autonomiestatut und im Pariser Vertrag stehen würde, dass die Ortsnamen übersetzt werden müssten. Dem ist nicht so. Ich würde vor allem Kollmann und Co. einladen, dass sie mal genau den Text durchlesen, der im Pariser Abkommen, aber auch der dann in der Paketmaßnahme drinnen ist. Dort steht fast wortwörtlich so, dass wir die deutschen Namen wieder einführen können, soweit durch Landesgesetz deren Existenz nachgewiesen werden kann, mit der Pflicht zur Zweisprachigkeit. An die Adresse der SVP richten die Schützen den Appell, dass sie ausnahmsweise mal von ihrer Mitläufermentalität und Denkfaulheit nicht Gebrauch machen sollen und gegen den Gesetzentwurf stimmen sollen. Umgekehrt warnt der Landeshauptmann. Die Schützen täten gut, wenn sie den Leuten die Wahrheit sagen. Wenn man hingegen nichts tut oder einfach nur dagegen ist, dass nichts geregelt wird oder dass man sagt, alle italienischen Namen müssen verschwinden, dann wird man halt eines erreichen, dass alle Namen bleiben. Dann schon würden alle 8000 Erfindungen von Ptolemäi bleiben. Das sieht der Schützenbund völlig anders. Wie kann man bald auch zwei Internetseiten, Plakaten und Facebook nachlesen? Die Flugblätter enthalten noch ein Geheimnis unter dem aufklappbaren Balken. Was sich darunter verbirgt, bald werden wir es wissen.